Hallo meine Lieben! Hi! Ihr bekommt heute mal ein anderes Video von mir, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Erstens ist Marc auch wieder am Start und zweitens seht ihr hier einen neuen Hintergrund. Das wird mein neuer YouTube-Hintergrund werden. Mein auch. Stimmt, Marcs auch. Das haben wir für uns beide umgebaut und das werdet ihr jetzt in Zukunft häufiger mal sehen. Und da steckt relativ viel Arbeit dahinter und eine kleine Geschichte. Und wir werden euch mal zeigen, was wir hier eigentlich veranstaltet haben und was so in den letzten Tagen und auch Wochen mittlerweile so los war. Also, bleibt dran. Also, ja, bleibt dran. Und zwar stehe ich gerade in unserem Arbeitszimmer. Eigentlich waren hier nur unsere Schreibtische drin, eine große Kommode mit allem möglichen Kamera-Equipment und der Raum war eigentlich voll. Und dann kamen wir auf die Idee, das ein bisschen umzugestalten, beziehungsweise wir hatten häufiger schon den Gedanken, aber haben immer gedacht, das funktioniert nicht. Es ist nämlich so, wir haben ja bisher immer in unserem Wohnzimmer gefilmt mit der offenen Küche im Hintergrund und das war echt zeitintensiv, weil man jedes Mal wieder das Kamerasetup auf- und abbauen musste. Und ihr denkt so, ja, man stellt da mal eben die Sachen hin, aber es ist, wenn man es richtig einstellen möchte, das Licht richtig einstellen möchte, alles stimmen soll, ist es halt echt zeitaufwendig. Also, um das Ganze auf- und abzubauen, das dauert locker 1 bis 1,5 Stunden. Und die Küche sieht ja auch nicht immer so clean aus, wie sie in meinen Videos zu sehen ist. Ich bin da ja auch tatsächlich am Kochen, man kann es kaum glauben, aber sie wird ja auch als Küche benutzt. Sehr viel so, ja. Ja, das war jetzt ironisch gemeint. Also ich koche ja jeden Tag da und da ist immer viel los und das ist halt auch immer in unserem Wohnzimmer gewesen. Und einfach sehr, sehr zeitaufwendig, das immer umzubauen. Und ich hatte schon, oder wir hatten schon oft und sehr lange den Wunsch, einfach mal das Setup stehen lassen zu können, so ein kleines Studio zu haben und alles wirklich aufgebaut lassen zu können, dass man nur noch einmal Record drücken muss und los geht's und man kann anfangen mit Filmen und das Ganze drumherum halt nicht mehr ist. Weil dadurch, dass es so zeitintensiv ist, kann ich halt auch einfach nicht so viele Videos machen. Manchmal ist das Video an sich viel schneller gefilmt als das Ganze drumherum. Und wenn es einfach schon stehen würde, könnte ich halt auch einfach viel mehr Videos schaffen. Und deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, wir probieren das einfach mal aus, in diesem Raum alles unterzubringen. Wir hätten es nie für möglich gehalten, aber es hat tatsächlich funktioniert. Und zwar, ich kann euch das mal zeigen, wenn du mal ein bisschen weiter zurückgehst. Also für euch ändert sich eigentlich nur das Bild, aber für uns ist das eine riesengroße Änderung, weil einfach so viel passiert ist. Also wir sitzen schon über eine Woche dran, hier das Ganze zu gestalten und haben auch mächtig in Material investiert. Also wir haben nochmal Stative geholt, wir haben nochmal Licht dazu geholt, wir haben das Stativ auch nochmal neu gemacht, weil ich halt immer ein mobiles Set brauche. Und deswegen mussten wir das jetzt Ganze alles nochmal doppelt kaufen. Also das gleiche Stativ nochmal, die Lampen nochmal, um einfach ein mobiles Kit zu erhalten und eins zu haben, was wir hier feststehen lassen können. So sieht der Raum jetzt einmal aus. Genau, also hier das Setup habt ihr jetzt ja schon gesehen. Dann ist hier Marcs Schreibtisch hingewandert. Yeah. Der stand nämlich eigentlich da vor der Wand, wo wir jetzt drauf filmen wollen. Da an der Ecke stand der und der musste da verschwinden. Und wir haben das so gemacht, wir haben erstmal den ganzen Raum leer geräumt, dass hier nichts mehr drin war. Dann haben wir das Kamerasetup aufgebaut, das alles so eingestellt, dass so wie es stehen müsste, damit wir auf die Wand da filmen können. Und ja, es ist ja auch wichtig, dass man genug Platz hat. Ne? Also von der Kameralinse zu dem Punkt, wo Ami steht, also sie muss dann halt schon hier stehen, so. Und dann brauche ich aber immer noch die Fläche in den Hintergrund, dass halt das hier zum Beispiel ein bisschen blurry wird und dass man einfach einen coolen Effekt mit der Kamera hinkriegt. Das ist hier einfach schon sehr, sehr aufwendig und auch eine dicke Kamera mit einem guten Objektiv und alles. Und das muss man halt dementsprechend halt gestalten können. Das heißt, man braucht halt schon Fläche, um einfach den Abstand zur Wand zu haben und zu Ami und dahinter auch. Und ja, das hätten wir nicht für möglich gehalten, dass wir danach die Möbel wieder alle reinkriegen. Ja, also nachdem alles leergeräumt war und das Kamerasetup hier stand, haben wir die Möbel wieder drumherum gebaut. Und uns daran angepasst sozusagen
Und ja, mein Schreibtisch ist da jetzt in der Ecke, der steht da nicht so optimal. Wir haben nämlich auch versucht, das so ein bisschen Feng Shui-mäßig hier zu berücksichtigen. Da kannst du noch mehr zu sagen. Ja, auch schon beim Anfang. Also bei Feng Shui ist es ja auch meistens wichtig, dass man, wenn man einen Schreibtisch platziert, in den Raum reinschauen kann. Also am besten zur Tür und zum Fenster, aber in den Raum rein. Und am besten im Rücken eine Wand zu haben, dass einfach man so ein Sicherheitsgefühl hat. Und deswegen, der Schreibtisch stand vorher in der Ecke so quer, dass ich eigentlich so in den Raum reingeguckt habe. Und ja, das ist auch ein relativ großer Schreibtisch. Ich brauche auch den Platz. Und demzufolge war es relativ schwer, das Ganze halt so zu etablieren. Aber wir haben es hinbekommen. Die Kommode, die auch hier im Raum war, haben wir auch ausgetauscht. Genau, also die, wir hatten hier eigentlich im Raum noch eine viel höhere Kommode. Und dann haben wir verschiedene Setups ausprobiert, weil wir wollen einerseits im Stehen filmen können, wir wollen aber auch gerne mal im Sitzen filmen können. Und deswegen musste das von der Höhe her der Hintergrund so sein, dass es für beide Varianten im Stehen und im Sitzen eigentlich hinhaut und auch trotzdem noch gut aussieht. Nicht, dass man auf einmal nur noch hier so eine riesige Kommode im Hintergrund hat, das dann mehr nicht. Mit der höheren Kommode war dann einfach, die Kommode war auf Überkopfhöhe oder hat dann hier so abgeschlossen. Deswegen hatten wir zuerst überlegt, einen Schreibtisch uns zu holen, dass man vielleicht sich daran setzen kann, aber das haben wir dann auch wieder verworfen. Ja, weil den hätte man im Stehen nicht mehr gesehen. Nee, dann hätte man im Stehen nicht mehr gesehen, dann steht man wieder vor einer weißen Wand. Genau. Das waren so viele Faktoren, die man beachten musste. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Kommode entschieden. Die hatten wir zum Glück auch schon. Ich war froh, dass wir uns nichts Neues kaufen mussten. Das war eh schon teuer. Ja, sehr teuer hier. Hier alles, der ganze Spaß. Und ja, die haben wir jetzt einfach aus dem Schlafzimmer hergestellt. Da hatten wir noch eine niedrigere. Und die ist jetzt von der Höhe her eigentlich so ganz gut. Also wenn ich daneben stehe, dann sieht man den noch, Hintergrund. Und im Sitzen sieht man auch immer noch ein bisschen was. Das ist jetzt eine ganz gute Höhe hier. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch für euch. Wie gesagt, das ist wirklich nur eine kleine Änderung, ein bisschen anderer Hintergrund. Aber für uns steckt da sehr viel Arbeit drin und auch ja, eine Menge Geld, weil wir uns ja vieles doppelt kaufen mussten. Hier an dieser Stelle, da kommen nochmal Sessel hin, damit wir hier sitzen können. Da haben wir uns welche ausgesucht. Da wollen wir jetzt nochmal zu Ikea fahren. Genau, also das steht Reise für heute vorbei, an. Ne? Das heißt, das fünfte Mal Ikea jetzt? Ja, ungefähr. Ich habe nicht mitgezählt, aber wir waren sehr oft da in der letzten Zeit. Ja. Und ja, noch eine Sache, die wir auch erneuern müssen hier in dem Raum. Und zwar müssen wir hier noch irgendwie Gardinen anhängen, weil das, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade hört, es hallt hier ziemlich in dem Raum. Mit einem besseren Mikro wird man das auch noch mehr hören, diesen Hall. Und uns, also klar, man kann es natürlich so lassen, wie es ist. Man kann auch einfach hier mit dem Handy filmen und irgendwie vorm Fenster das Licht nehmen. Aber wir möchten halt auch eine gewisse Qualität liefern und deswegen ist es einerseits wichtig, den Raum abzudunkeln und wirklich mit künstlichem Licht zu arbeiten. Und dafür muss der Raum aber wirklich sehr, sehr dunkel werden. Und das reicht nicht hier. Nee, das ist viel zu hell. Diese Rollos, die wir hier haben. Das heißt, wir müssen uns noch um Gardinen kümmern, Gardinenstangen anbringen. Das wird auch nochmal ein Akt, das darf Marc machen. Freue mich schon drauf. Genau. Ja. Und ja, wir müssen noch passende Gardinen finden, die abdunkeln und den Schall ein bisschen dämpfen. Und dann wollen wir auch noch hier einen Teppich hinlegen. Ich finde zwar einen Teppich echt schrecklich. Ja, ich hasse auch Teppich. Ja, ich mag das gar nicht. Aber damit der Schall einfach ein bisschen gedämpft wird. Ja, und man hat die Möglichkeit, solche Schallisolierungsplatten hier mit dran an die Wand zu machen. Aber davon wollen wir erstmal versuchen, das zu umgehen, dass wir erstmal mit Gardinen arbeiten, mit einem Teppich, den wir eigentlich nicht so schön finden und nicht wollen. Aber das lässt sich dann erstmal auch nicht verhindern. Ne? Genau. Dann probieren wir es erstmal so aus. Einmal ein kleines Update. Und zwar haben wir jetzt noch zwei Stühle dazu gekauft, damit wir eben auch mal nicht nur im Stehen hier vor der Kommode, sondern auch mal im Sitzen filmen können. Und eben zwei Stühle, weil wir auch mal ein Video zusammen machen wollen. Dann können wir uns da beide gemeinsam hinsetzen. Und das ist jetzt unser neuer Hintergrund. Ich finde, es ist ganz schick geworden und ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Ist relativ schlicht und simpel gehalten, aber ich denke, das ist so vollkommen okay. Und wie gesagt, mir gefällt das jetzt ganz gut, wie es geworden ist. Und dann haben wir auch noch Gardinen gekauft. Wir mussten gestern Abend hier erstmal die Gardinenstange anbringen. Und das war auch ein Akt, da in die Wand reinzubohren. Die ist nämlich sehr massiv. Und jetzt haben wir hier Gardinen. Ich hatte mir eigentlich von der Farbe her was anderes vorgestellt. Die sind jetzt aber grün geworden letztendlich. Es gab halt nicht so viel Auswahl,
weil wir brauchen welche, die komplett abdunkeln. Wir haben ja vorher nur dieses Rollo gehabt, das lässt noch zu viel Licht durch. Und wenn wir die jetzt zuziehen, die sind komplett abdunkelnd, dann ist es hier auch wirklich zappenduster im Raum. So soll das sein. Und ja, jetzt sind sie halt grün. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass das ganz gut passt. Hätte ich nicht gedacht. Aber hier in dem Raum sieht das doch irgendwie ganz schick aus. Hier sind nur noch viel zu lang. Die müssen jetzt unbedingt nochmal gewaschen und gekürzt werden. Und ja, unbedingt gewaschen, weil die riechen so extrem. Wir haben hier schon die ganze Zeit den Dyson-Lüfter laufen, um den Geruch loszuwerden. Bei den Stühlen hat das auch sehr gut geklappt. Die haben nach kürzester Zeit mit dem Lüfter hier nicht mehr gerochen. Aber die Gardinen, die sind echt penetrant. Also die müssen jetzt erstmal gewaschen werden. So kann man hier gar nicht mehr arbeiten in diesem Zimmer. Also wir hängen die gleich erstmal ab und hauen die in die Waschmaschine. Ja, und dann werden sie noch gekürzt und dann sind wir hier fertig soweit. Ja, und wozu das Ganze wirklich letztendlich, damit ich mehr Videos für euch machen kann, mag natürlich auch für seinen Kanal, aber ich rede jetzt ja zu euch, also für euch möchte ich einfach mehr Videos schaffen können, weil ich finde das total blöd, wenn ihr irgendeinen Videovorschlag habt, dass es immer so lange dauert, bis ich das in die Tat umsetzen kann. Und ich habe so eine lange Liste an Themen, was ich noch alles für euch filmen möchte. Und wenn ich jetzt wirklich hier alles aufgebaut habe, ich muss mich nur noch hier hinstellen und Rekord drücken und dann geht's los, dann kann ich natürlich auch einfach viel mehr schaffen und viel mehr Content für euch machen. Und da freue ich mich super drauf. Ich bin total gespannt, wie alles wird. Ich freue mich mega darüber, dass das alles hier geklappt hat in diesem Raum und wir das umsetzen konnten. Und sagt mir gerne mal euer Feedback und wie ihr das findet, wie ihr meinen neuen Hintergrund findet. Ist jetzt sehr basic, aber für mich steckt da eine sehr große Bedeutung hinter, weil ich ja da schon sehr, sehr lange die Idee hatte und immer dachte, es klappt nicht. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir es doch in Angriff genommen haben und festgestellt haben, es funktioniert alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, das Wichtige ist auch einfach, wenn das Setup steht, ist, man hat meistens mal eine Idee, was zu filmen und dann kriegt man es nicht umgesetzt, weil man erstmal das ganze Setting aufbauen muss. Und ja. Dann, ihr könnt euch auch darauf einstellen, dass wir vielleicht gelegentlich in den Videos klopfen hören, weil ein Kind über uns wohnt. Das hat also eine Spielwiese über uns, weil die Nachbarn... Aber das lässt sich dann auch nicht verhindern. Aber das ist deswegen, denke ich mal, wesentlich angenehmer für euch, wenn ihr mehr Videos habt, wo es mal zwischendurch klopft, anstatt keine Videos. Genau, genau. Ja, so kann man mal eben schnell ein Video auch zwischendurch machen, wenn man irgendeine Idee hat, was man gerne filmen möchte. Ja, sagt mir doch gerne mal euer Feedback, wie ihr das hier so findet. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und dann werden wir in Zukunft auch mehr Videos produzieren können und wir werden uns häufiger sehen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen, abonniert unbedingt meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.